Und damit grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bayonetta 2, wo ich euch im vorhergehenden Part das Memento der Zeit gezeigt habe, um einen kleinen Einblick ins Spiel zu erhalten und so kleine Fragen aufzuwerfen, aber die werden sich im Laufe der Kapitel auf jeden Fall klären. Wir gehen in den Prolog, die Welt des Chaos, der zweite Klimax, und ihr werdet sehen, ich habe die Ausrüstung, also das Aussehen geändert. Ja, die Waffen sind natürlich immer noch die, die man kennt. Ja, ich habe noch ein zweites Waffenset, das habe ich mir schon, wie gesagt, freigespielt. Aber das werden wir, wie gesagt, sehen. Die Peitschen, die hauen meiner Meinung nach am besten mit rein, weil man da halt von der Fläche her ein bisschen besser kämpfen kann. Und sieht sie nicht verdammt sexy aus? Okay, in welchem Outfit tut sie das nicht? Das ist die andere Frage. Aber egal. Sega. Auch nochmal schön hervorgehoben. Mit Nintendo und einem 8-Bit-Mario. Ein 8-Pixel, wollte ich gerade sagen. Und natürlich Platinum Games. Team Little Angels, natürlich nicht zu vergessen. Und Yuji Shimomura. Hideki Kamiya. Und natürlich Yuzuke und so weiter. Then you show up and turn me into a damn porter. Seriously, Bayonetta, you still haven't paid me back for the car. Hey, whoa! Now, now, is that any way to speak to an old friend? Besides, I did that job for you. For free, might add. Do I really have to tell everyone how you grabbed onto my leg sobbing like a schoolboy? This is why I can't have good things. You're some piece of work, you know that? If you weren't already lined up to go to Inferno, you'd be well on your way with all the shit you pull. Dressing up like a nun just so you can off some angels and keep the underworld happy. Hey, I'm talking to you. Shit. But if it's that or getting torn limb from limb for eternity in whatever circle of Inferno you witches go to if you break the contract, forget about it. I'd off the fucking wing bastards all damn day! Oh, hey! What the hell? What the fuck you wasting your time trying to send some schmucks off to the afterlife for? Done and done. Let's go home, Enzo. Hey, wait a second! I ain't done here! If I don't get what I came for, I'm gonna be the biggest mutt in the city! And what is it that you came to fetch, my dear? Real funny. I know better than to tell you a damn thing. I'll never hear the fucking end of it. You always know how to make an entrance, John. Rare sight to see you in the city. Just had something I had to look into. Cereza, you haven't felt anything strange recently. Now that you mention it, I still haven't quite figured out how a broke, bumbling wise guy managed to turn himself into a semi-respectable family man. Forget about it. And what's this Cereza shit? You're about as sweet as my Nona's grappa, you know that? Some witch with amnesia goes around calling herself a weapon, and it turns out she really got stuck with a kid's nickname. That shit's rich, I tell you what. Our friends in Paradiso are far too quiet. I'm sure you've noticed. But they aren't the only ones. Pray tell. Our friends down south seem to be a bit upset as well. And now in libraries, the annual holiday.
held today. City police have closed off roads to prepare for the massive influx of merrymakers expected to take in this year's festivities, set to be headlined by a flyover from the military's aerial acrobatics unit. Shit! The Platinum Stars! Crap. I need to hurry up and get Ed and Edna's presents, or I'm gonna get it. We'll talk later. I'll see you back home. Don't forget to pick up the things for the party. What's the matter with you? I told you what I'm after. A jet! I want a toy jet! You know, the kind with wings, flies in the sky. No, I'm not buying any damned angels. Yellow, blue, I don't care what color they are. I learned my lesson with those bastards, you hear me? Just a normal damn jet, please! You hear that? I want one of those! The thing's flying in the air right now. That's the one. That's the biggest one you got in the store, right? Wrap it up nice, will you? It's a present, for God's sakes. Yo! You know what? Screw the pretty ribbon. Just hurry up and put it in the box, will you? I try to avoid doing this in my Sunday best. Ach, wen haben wir denn da? Alte Bekannte. So, da haben wir nämlich Acceptance, oder wie man es genau ausspricht. Was soll man dazu sagen, Leute? Syriza bzw. Bayonetta nackt. Also zumindest war sie es. Und hier haben wir ja die Kleidung, die ich schon mal ihr zugelegt habe beim erstmaligen Durchspielen. Da ich mehr Wert auf das Optische gelegt habe als auf irgendwelche Techniken. Ja, wie gesagt, mit den optischen Reizen wird nicht gegeizt. Und deswegen, es lohnt sich, nur ist in den Sequenzen das mit den Waffen nicht so ganz angepasst, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ja, sie legt sich auf jeden Fall mächtig ins Zeug, agil wie immer, man kennt sie ja nicht anders. So, da werden wir jetzt auch im Spielgeschehen endlich landen. Nach so viel Zwischensequenz wird es Zeit, dass wir jetzt auch endlich mal selber hier Hand anlegen können, ne? Also, von daher, zack. Ja, wir müssen halt nur aufpassen, wie gesagt, es ist der zweite Schwierigkeitsgrad, aber der Anfang, der ist in der Regel, naja, noch nicht wirklich schwierig. Wenn die Spielzeugwaffen nicht ausreichen, ne? Right on time to deliver a little holiday cheer. Oh,
Fucking wonderful. Rodan? But I believe it's him. What you mouth into. Don't want anyone offering you for sacrilege before you paid your tax. I'd be fucking leaveable! Ah! Und schon kommt unser Geschenk angeflogen. Yo, so ein Schild einfach mal auf jemanden drauf. Warum denn auch nicht? Okay, dann zeigen wir mal unsere unartige Seite. Und seht ihr, da habe ich jetzt nämlich wunderbar einen Move hingelegt, dass ich ausgewichen bin. Ihm habe ich gerade noch unterbrechen können. Hat er mich eigentlich gerade getroffen? Nee, ne? Wobei, da muss man halt aufpassen, das Spiel ist wirklich sehr rasant und ich finde es wirklich gut, dass es in seinen 60 Frames läuft. Ich habe mittlerweile festgestellt, dieser Heldenklimax ist nicht mehr so geil wie das Hexen-Umbra. Also hier haut man halt wirklich flächentechnisch sehr gut einiges raus. Und deswegen, ich habe mich daran gewöhnt, erstmal den anzuwenden, bevor ich das andere anwenden sollte, weil das meistens halt nur auf ein Ziel geht. Und deswegen... Ach so, ja, dann kontern wir mal, ne? Ja, yeah, zuschlagen will gelernt sein, wa? Ja, da haben wir John schon wieder. Das hat natürlich auch wieder etwas zu bedeuten, ne? Aber da haben wir erstmal einen kleinen Gegner, oder wir haben ein paar Gegner, die uns mal wieder hier gehörig ans Leder möchten, aber guck mal, wie schön ich dem ausgewichen bin. Oh. Oh, das ist so. Wartet mal. Er hat mich getroffen. Das ist eine Frechheit. Aber da schlage ich erstmal schön zurück. Mit diesen Hexen-Umbra. Und deswegen, da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Ja, nee. Treffen muss gelernt sein. Deswegen, ne? So. Ja, im Hintergrund geht natürlich auch wieder viel ab. Das ist es ja. Es passiert nicht nur was auf der Kampffläche, sondern auch hier geht so einiges ab. Und deswegen... Also finde ich es gut. Da haben die Entwickler saubere Arbeit geleistet auf jeden Fall. Und das Schöne ist vor allem, durch die Peitsche... kann man die Gegner halt auch so im Gruppenschaden, sage ich mal, unterbrechen. Aua. Das hat wehgetan. Ah, siehst du, das wollte ich jetzt eigentlich nicht auslösen. Und da habe ich jetzt auch leider nicht das Maximum rausgeholt. Aber ist egal. Ich konnte ihm ausweichen. Dem Gegner. Also von daher nicht weiter schlimm. Zack. Oh. Wisst ihr, das habe ich nämlich auch nicht beachtet. Aber man merkt ja halt, das ist ein der höhere Schwierigkeitsgrad. Und dementsprechend muss ich mehr aufpassen. Aber deswegen habe ich ja schon ein bisschen was geskillt, sage ich mal. Also doch ein paar Fähigkeiten. Ja, der Jet ist natürlich mal wieder zerschlagen in seine Einzelteile. Aber da eben weichen wir aus, indem wir auf die nächstbeste U-Bahn natürlich springen. Ja, eine Silbermedaille, das ist aber nicht weiter schlimm.